Die afrikanische Delegation mit Vertretern aus Südafrika, Ägypten, dem Senegal, Sambia, der Republik Kongo und Uganda erarbeitete im Zuge ihrer Friedensinitiative eigenen Angaben zufolge einen 10-Punkte-Plan. Vor ihrem Besuch in St. Petersburg beim Kreml-Chef Putin war die Delegation am Freitag bei Selenskyj in Kiew. Dieser setzte den Abzug russischer Truppen für Verhandlungen voraus. In seinem Video machte sich Selenskyj über Putin lustig, der am Freitag in St. Petersburg behauptet hatte, dass die russischen Streitkräfte in Kiew bereits 5 Flugabwehrsysteme des US-Typs Patriot zerstört hätten. Der Ukraine wurden allerdings nur 2 dieser Systeme von westlichen Partnern geliefert. Für Schritte einer De-Okkupation gibt es keine Alternative und es wird keine geben, so das ukrainische Staatsoberhaupt in Kiew. Schritt für Schritt bewegten sich die ukrainischen Streitkräfte voran, um ihr Land zu befreien, fuhr Selenskyj fort. Er kündigte an, dass die Ukraine in der kommenden Woche von ihren Verbündeten neue militärische Hilfszusagen erwarte. Der ukrainische Staatschef sagte, dass alle Systeme intakt seien. Egal, wer in Russland behauptet, unsere Patriots seien zerstört. Sie sind noch hier, sie funktionieren und schießen russische Raketen ab. Nicht ein einziger Patriot ist zerstört, betonte er. Allein in den vergangenen 7 Tagen seien 3 Dutzend russische Raketen zerstört worden.